dass man die Angst vor der Angst verliert und nicht sich dadurch dann verschließt oder sagt, okay, die Angst ist mein Feind. Ich habe zum Beispiel heute zu meiner Freundin noch gesagt, die Angst ist eigentlich dafür da, dass ich sehe, okay, ich habe noch so viel Entwicklungspotenzial und diese Angstenergie, die in einem dann hochkommt, die zu nutzen, um wirklich loszugehen. Ich kann dir ein kurzes Beispiel zu geben. Hier, als ich hergefahren bin, hatte ich mega Panik auf dem Weg hierhin im Auto. Und ich dachte mir in der Hälfte, ich kann da jetzt nicht hin, das fühlt sich noch nicht richtig an. Stimmt nicht, ich kann da noch nicht in diese Ausrede, die typische Ausrede, wenn das Angstgefühl hochkommt, oder? Und dann habe ich mich gefragt, ey, ist das jetzt mein Kopf, ist das mein Ego und was ist da wirklich los? Und wenn du wirklich losgehst auf deinem Weg, spürst du das in dir, dass dein Herz lauter ist als diese Angst. Und ich habe dann für mich den Schluss gefasst, okay, Sudhir, jetzt gehst du erst recht. Mit diesem Gefühl, nicht hinzugehen zu wollen, diese Angst, nimmst du und gehst jetzt Vollgas los und gehst da wirklich hin. Und kurz bevor ich hier jetzt hergekommen bin, dachte ich, okay, werde ich das jetzt schaffen? Wird das so sein, wie ich das gerne möchte? Aber wenn du in dieses Vertrauen gehst, dass die Angst eigentlich für dich arbeitet und wenn du dir selber den Druck rausnimmst, dann läuft das alles. Und ich kann heute sagen, ich bin froh, diese Ängste für mich zu haben und immer mit denen noch loszugehen, das ist sehr wichtig. Du beeindruckst mich gerade sehr. Also du beeindruckst mich gerade sehr mit deiner Ausstrahlung, mit dem, was du sagst, mit deiner Klugheit eigentlich auch, aber auch mit deiner Ehrlichkeit. Und wenn ich dir zuhöre, dann tue ich das sehr, sehr gerne. Und dann glaube ich auch, dass du den richtigen Weg gehst, Menschen damit in irgendeiner Form aufzuklären. Und das hast du dir vorgenommen.